Moin moin, ja herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Pack Opening auf meinem Kanal. Jo, das müsste Nummer 14 sein, weil ich produziere extrem viel vor und ich bin in letzter Zeit habe ich noch nicht so viel geöffnet. Aber ich habe noch, ich glaube drei Folgen, die ich hochladen muss, und es wird dann die vierte davon sein. Erstmal zum Team der Woche. Dieses Mal ist es nicht so stark. Es gibt bessere. Dann hat man ein gutes Pepe, Juan Mata, Rodriguez. Sonst eigentlich nicht so gut. Vielleicht ziehen wir auch mal einen Silber in Inform. Ja, auch ganz cool. Auf jeden Fall ziehen wir jetzt wieder ein paar Päckchen. So 7, 6 Goldsets werden schon sein. In den letzten Folgen, also seit der 10. Folge, ist ja bis jetzt nur Schwachsinn dabei. Wir fangen gleich mal an. So, ja drauf, ich mache einfach mal meine Augen zu, oder? Habe ich lange nicht mehr gemacht. Bei Rooney hatte ich das. Jetzt müsste fertig sein, glaube ich. Ich weiß nicht, schauen wir mal hin. Jawohl! Das ist doch mal gut, Young. Und Hosse Rainer, das ist gar nicht mal so schlecht. Und oh, da kommt mein Verein. Das magisch, in einem magischen, aus einem magischen Verein kommt er her. Was auch mit dem Wappen ist. Was ist das eigentlich für ein Verein? Arus GF. Joa. Hosse Rainer, einfach mal ein Verein. Der kommt auch in Verein. Verträge. Den da und auf die Transferliste und John auch. Und den Rest können wir verkaufen, die tolle 400 Münzen. So, das war schon mal ganz okay, Falcao, da ziehe ich kein Pack, wenn der drauf ist. Der bringt Pech. Tim Kale drauf, Pack Nummer 2. Augen diesmal offen lassen. Und überspringen. Joa. Die Anzahl der Spieler ist schon mal gut. Und Evra auch, das ist auch irgendwie heute ziemlich gute Spieler einigermaßen. Also eigentlich ganz gute Spieler. Der ist nichts wert, nichts wert, nichts wert. Ah, die kann ich theoretisch auch gleich auf die Transferliste setzen. Hier die Verträge. Das kann auch was wert sein. So, also bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Pack Opening, muss ich sagen. Hab schon viel Schlimmeres erlebt. Alaba drauf, vielleicht auch Alaba drin, wäre cool, ja. Ganz guter Spieler, Augen zu. Müsste fertig sein, oder? Machen wir mal die Augen auf. Naja, das erste, was scheiße ist. Was ist... Wer braucht sowas? Wer braucht sowas? Das können wir schnell verkaufen. Alles weg. Alles Crap. Messi drauf und drinnen. Das wird so sein. Augen offen halten. Augen offen. Lassen. Ach Mensch. Komm. Modric! 85er! Gefällt mir. Wie viel ist der eigentlich wert, der Modric? Ich glaube nicht so viel. Aber 85er ist schon immer gut. Obwohl. Zieht's Pack wieder raus. Jawohl, endlich mal wieder eine gescheite Karte hier am Start. Gefällt mir. Ja, gefällt mir echt. Modric. Und Schäfer, ach, den hatte ich doch eben vor, den Schäfer. Auf die Transferliste, alles.
Ich habe jetzt zurzeit Ferien und produziere eigentlich ganz ordentlich viel Videos. In den Ferien hat man ja immer viel Zeit, nichts lernen. Verkauen nehmen wir nicht. Wen hatten wir gerade drauf, Messi, oder? So, wieder drauf, Augen zu und gespannt sein, Daumen drücken. Daumen drücken, Daumen drücken. Komm. Wer ist drin? Mal einen Controller suchen. So, Augen auf. Also die Spieler sind halt ganz gut. Die Spieler sind halt ganz gut. Muss man schon sagen. Also Spieler habe ich heute ein gutes Trikot. Kein Problem mit. Bin sehr zufrieden, dass ich immer wieder Arnautovic beim neuen Verein. Kuschien. Oh Gott. Kuschien. Kusch. Och, ist jetzt egal. Und die Verträge wieder auf die Transferliste. Und Fitness auch. Krieg mal, das wird bei 100 verkauft. Deswegen finde ich es eigentlich immer sinnlos, die abzustoßen. Ich habe genug davon. Wir haben ja immer die Gratis-Packs bekommen, weil die Server down waren. Und deswegen kaufen die mal so viele wie früher Verträge, weil da gingen die ja übel schnell weg. Aber bin trotzdem noch zufrieden, Augen offen, wer ist drin? Ach, Scheißpack. Zweites schlechte Pack von heute, aber mehr heißt, obwohl Maestro. Komm bitte, ist geil. Nein, du bist nicht geil. Also ich bin eigentlich nicht so der Fan von Chemiekarten. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Den tun wir einen Verein. Freiburger, immer cool. Weil ich irgendwie immer mit Basic, weil ich kann ich heute nicht sprechen, Basisspieler spiele. Warum, weiß ich eigentlich nicht. Ist etwas so, wir haben noch Geld für ein Goldset, aber wir öffnen dafür jetzt zwei Silbersets. Weil ich finde irgendwie, im Durchschnitt sind die Silbersets besser, also man hat mehr Gewinnmöglichkeiten, sag ich mal so. Bei Goldsets sind es immer schlechte Karten oder sehr oft. Und da sind auch nicht gerade jetzt die besten. Was will ich wieder mit den besten Dinger dabei? Ich mal einfach mal auf die. Der ist auch ganz gut. Und den kann man nicht verkaufen. Die kann man wieder verkaufen. Das ist ein cooles Trikot. Ja, ganz okay. Schnell verkaufen. Und jetzt noch eins öffnen. Eine Silber-Set und das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Vielleicht ziehen wir jetzt noch einen guten. Dann machen wir mal die Augen zu, okay? Augen zu und überspringen. Bringt es was? Augen auf. Erst war ich erstaunt. 2,74er. Aber dass die jetzt was wert sind, bezweifle ich ein bisschen. Obwohl. Weil 5 sind 4. Tu mal einfach mal auf die Transferliste. Bei dem da weiß man nie, ist der, was der für ein Skiller. 4-Star-Skiller, den tun wir auch mal auf die Transferliste, sind immer was wert. Okay, Bochum. Bochumer Junge in den Verein. Nix wert. In den Verein, die ganze, das ganze Zeug. Mal gucken, was ich da rausholen kann, ne? So, ja. Abstoßen und dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ja, wir haben mal wieder einen 85-Plus-Spieler gezogen. Das finde ich ganz cool eigentlich, weil es das nicht so oft gibt bei mir. Jo. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis irgendwann. Servus, macht's gut und ciao.